Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit den neuen Ofenchips Smoky Barbecue Style im Test. Und die habe ich heute direkt aus dem Lidl mitgenommen. Da waren die nämlich in einem Aufsteller für circa 1,11 Euro. Und ich bin sehr gespannt, wie sie schmecken. Ofenchips kennt ihr von Funny Frisch. Die gibt es in der Sorte Paprika und Sour Cream. Und die Paprikasorte ist sogar vegan. Die Smoky Barbecue Style Sorte wäre fast vegan gewesen, aber es ist noch Honigpulver drin und somit ist sie leider nicht vegan. Die Frage haben wir schon mal beantwortet. Jetzt mache ich gleich mal die Tüte auf. Es sind hier insgesamt 125 Gramm drin. Und mache sie von unten auf. Steckt die Nase rein und zeige euch die Chips mal in Großaufnahme. Und so sehen die Chips ausgepackt auf der Hand aus. Wenn man die Nase reinsteckt, hat man wirklich einen sehr angenehmen und typischen Barbecue-Geruch direkt in der Nase. Scheint auch sehr gut gewürzt zu sein. Und so sieht es in der Tüte aus, ihr Lieben. Und jetzt wird probiert. Ein richtig schöner, kräftiger Barbecue-Geschmack mit einer leichten Süße im Abgang. Die machen genauso wie die anderen Ofenchips einfach süchtig, weil sie auch so schön knusprig sind. Und ich finde das Geriffelte mega geil bei diesen Chips. Schaut mal. Nicht jeder Chip ist gleich gewürzt, aber bleibt definitiv was vom Barbecue-Geschmack hängen. Und der Barbecue-Geschmack ist einfach richtig lecker und gut gelungen. Ich hätte mir vielleicht noch einen Tacken mehr Gewürz gewünscht, gleichmäßig auf die Chips verteilt. Ich habe die extra von unten aufgemacht. Aber schmecken ganz klar nach Barbecue. Super lecker. Definitiv empfehlenswert. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommen die Ofenchips Smoky Barbecue Style 9 Punkte. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi.